Hallo meine Color for Diamonds, hier ist wieder Renate hier. Jo, ich hätte eigentlich das Video jetzt schon gedreht, also sag schon mal von Anfang an, aber das war dann so durcheinander, dass ich dann doch nicht hochgeladen habe. Das war doch wirklich, nee, das kriegen wir dann selber nicht, ich habe dann so viel Quatsch, aber das war sehr chaotisch. Deswegen drehe ich es halt nochmal. Ja, ich habe ein Bild vor mir, das ist der Tiger. Ich wusste ja letztens nicht, was ich für euch eins vorstelle. Deswegen zeige ich es euch hier jetzt nochmal. Ups. Ich mache es erstmal ein bisschen auf. Ja, warum die das kleine Bild zwei Folien hat, keine Ahnung. Ich kenne das sonst nur bei größeren Bildern. So. Ich mache es weg. Ja, so sieht es aus. No. Ringsrum weiß, grau und dann der Tiger. Ich glaube, das eine Flamme sein soll ringsrum. Oder eine rote Wolke. Naja, mal sehen, wie es am Ende aussieht. Ja, bei den letzten Bildern habe ich ja LBs und nachtleuchtende Steine genommen. Das mache ich bei dem jetzt nicht, bei dem anderen dann auch nicht, bei dem Drachen. Weil die ersten Bilder, die ich davon gemacht habe, die ersten zwei, hatte ich halt auch ohne LBs und nachtleuchtende Steine, weil ich da noch keine hatte. Beziehungsweise gab es da noch keine zu kaufen. Irgendwie sowas war das damals. Genau, damit es halt einheitlich aussieht. Mach ich bei dem Bild nur normale Steine. Ja, genau. Ja, in dem Video möchte ich euch dann so eine Art Anfängervideo machen. Für die, die halt dein Paint noch nicht kennen. Und ja. Ich hatte schon mal hier Washi-Tape drum gemacht. Wie gesagt, ich habe es ja schon leider schon gedreht und das war dann nicht so gut. Washi-Tape macht man halt rings ums Bild, weil halt neben den Symbolen, die man klebt, darüber halt auch noch eine Klebeschicht ist und dass man halt ständig dann kleben bleibt beim Painten und dass halt kein Dreck dran kommt, ist zu empfehlen, dass man halt rings um das Bild Washi-Tape macht. Ja, genau. Wie gesagt, ich habe es direkt am Rand gemacht, anliegend. So kriegt man auch halt einen geraden Rand. Das soll auch halt dazu noch helfen. Manche nehmen Lineal. Ja. Ja, mit was fangen wir an? Und zwar, ich hatte zwar die Stichpunkte anders gemacht, aber ich fange es doch mal anders an. Ich hatte eine Schablone. Mal gucken, was ich die Schablone hingetan habe. Mein auch so tollen Chaos hier. Nee, ich habe schon wieder. Die Schablone müsste oben auf dem Tisch sein. Muss ich mal gucken. Ja. Ich guck mal hier rein. Ich habe zwei Taschen hier. Die Schablone hatte ich gestern noch. Das war jetzt oder vorgestern. Ich glaube, vorgestern hatte ich die. Ich guck gleich nochmal. Moment. Ich habe sie schnell gefunden. Sie lag unter dem Bild. Genau. Ja, ich nehme euch dann mal ein Stück Schnitt ran. Also die Schablone soll helfen, dass man halt gerade wird oder ja. Aber das Nachteil bei so einer Schablone ist, sie passt halt nicht überall, leider. Ich mal gucken, ob ich euch in der Ecke kriege. Da ist die Ecke. Jetzt, ich mache mal das Lichtbild aus. Moment, irgendwie blendet das. Ja, so sieht das besser, ne? Hm. Ich hatte irgendwie das Licht an. So, jetzt habe ich euch wieder aus dem Bild. Moment. So, ist gut. So, ich hatte es auch schon ausprobiert. Ich weiß, dass es nicht geht, aber ich zeige euch das mal. Man muss halt ruhig anlegen an der Ecke. Und ja. Kann ich euch zeigen, wie ihr seht, hier vorne geht's, aber hier fängt es auch schon an, warte, da fängt es auch schon an zu versetzen und hier haut dann gar nichts mehr hin. Wie gesagt, die Schablone funktioniert leider nicht bei jedem Bild. Wenn ich auch mal ein Bild habe, wo die Schablone funktioniert, zeige ich das auch nochmal, wie es eigentlich aussehen soll. Ja, man braucht die Schablone nicht zwingend,
Ich hatte es anfangs genommen, wo ich dann wusste, okay, es gibt solche Schablonen, weil ich anfangs echt schon mal ein bisschen schief geworden bin oder Angst habe, schief zu werden. Ja. Aber was man auch machen kann, da braucht man nicht unbedingt eine Schablone. Man macht ein Schachbrettmuster. Also mit der Schablone macht man einfach auch ein Schachbrettmuster. Ja. Ich fange mal jetzt eine Ecke an. Moment. Oder ich fange einfach mal hier drin an, wo halt mehrere Steine sind. Ja, das macht man meist dann mit Schach, also kann man auch, wenn dann verschiedene Farben ein Bild sind, kann man auch Schachbrettmuster machen. Aber man fängt immer von vorne an, weil dann halt wie, hat man die Farbe schon, dann fängt man von vorne an mit der Farbe. Ich mache es meistens nur so Schachbrettmuster, wenn halt wie hier ein Symbol ist. Dann fangen wir mal an. Schiffchen ist hier. Kann ich euch mal zeigen, was ich mit Schachbrettmuster meine. Für die, die es nicht wissen. Ja. Ich wollte eben mal ein Anfängervideo machen. Deswegen nutze ich das gleich mit dem Bild aus. Genau. So, brauchen wir noch einen Stift. Nehmen wir mal den hier. Weil der ist auch neu, den ich habe. Der ist von Janine X. Den bekam man dazu, wo man das mal, wenn man so Mesh-Up-Taschen kauft. Kann ich euch mal zeigen. Mesh-Up-Taschen sind halt hier solche Taschen hier. Warte mal, ich nehme euch mal da raus, sonst seht ihr das gar nicht. Nee. Was mache ich denn? Na. So, jetzt wieder raus, genau. Das sind Mesh-Up-Taschen. Sie sind halt so geriffelt hier. Und hier ist das Logo von Janine X drauf. Hatte ich mir jetzt bestellt, es kam die Woche an. Ja, so richtig unboxen habe ich nicht gemacht, weil halt noch das drin war und der Stift halt. Davon sind, glaube ich, vier, nee, nee, sechs Taschen sind das. Dreimal mit schwarzem Reißverschluss und dreimal mit pinken Reißverschluss oder rosa Reißverschluss. Genau, es gab es halt einen Sechserpack und dazu hat man halt dann automatisch noch den Stift bekommen. Da war halt der normale Bohrerstift drauf. Dann ein Dreieraufsatz, ein Viereraufsatz und ein Schieber. Genau. Ja. Pink ist zwar nicht so meine Farbe, aber ich sag, das sind halt die Farben von Janine X, von ihrem Logo. Die hat ja so ein blau-rosan Logo. Also von dem YouTube-Kanal oder überhaupt bei ihrem Shop. Genau. Aber das ist schön. Sagt, es sind schon nicht meine Farben, aber ich weiß ja, dass es ihre Logo-Farben sind, deswegen finde ich ihn trotzdem schön. Genau. Ja. Deswegen nehmen wir mal den. So, ich nehme mich mal wieder ran. So. Schauen wir mal. Ach so, der ist neu, ne? Ich habe noch gar kein Wachs drin. Ja, das kann ich euch gleich mal zeigen. Bevor man ein Bild anfängt, muss man den Stift, mal gucken, wo bin ich denn? Da, den Stift in das Wachs tunken. Oder stechen eher. Tunken ist ja was anderes. Ja. So, kann ich euch mal zeigen. Ja. Sagt, das seht ihr, da ist der Wachs drin. Ohne Wachs geht gar nicht, weil dann nimmt der Stift da die Steine nicht auf. Und dann fangen wir mal hier an. Wie gesagt, ich mache das Schachbrettmuster. Seht ihr mich überhaupt? Ja. Schachbrettmuster heißt halt immer einsetzen, eine Lücke lassen, dann erst nächsten setzen und immer so weiter. Machen wir erst mal so. So. Dann machen wir die nächste Reihe. Ich habe zwei Steine hier dran. Stift will mal zwei Steine aufnehmen. Ich will aber einen Stein. Mal gucken, dass mein Stein auch relativ gerade sitzt. Das geht jetzt nicht, weil da ein L dazwischen ist. So, setzt man einfach dann weiter. So, ups.
sagt, die Schablone ersetzt das dann, dass man halt die einfach reinsetzt, dann wird die Schablone weg. Und dann füllt man halt einfach die offenen Felder dann einfach wieder auf. Und so kann man das auch freihändig machen. Also wie gesagt, die Schablone braucht man jetzt nicht zwingend mäßig. Man kann sie nutzen, muss sie aber nicht. Aber wie gesagt, die Schablone passt leider nicht bei jedem Bild. Also entweder sind die Felder zu klein, minimal zu klein oder minimal zu groß. Deswegen passt das nicht. Aber ich habe es schon mal bei Bildern ausprobiert, wo es passte, da ging es gut. Aber wie gesagt, ich mache auch noch mal ein Video, wenn ich ein Bild habe, wo die Schablone passt. Und da kann ich euch es auch noch mal zeigen. So. Noch die Reihe. Pende ich eigentlich noch mit einem Lightpad. Könnte ich euch auch mal zeigen. Wer kein Lightpad kennt, das ist halt ein Lichtpad, ist, macht man halt den Strom rein, macht es an und legt es halt unter das Bild. Und da sieht man die Symbole, Buchstaben, Zahlen, wie auch immer, halt noch besser. So, ich mache jetzt noch die eine Reihe und dann fülle ich den Rest auf. So, jetzt füllt man das auf. Ich merke auch gerade, ich wollte eigentlich oben anfangen, nicht unten. Aber ja, wo man dann anfängt am Bild, ist eigentlich wurscht. Je nachdem, wie man am besten klarkommt. Ich habe meistens jetzt immer unten links angefangen, wie jetzt, aber der Nachteil ist manchmal, wenn man dann eine Weile painted, je nachdem, wie groß das Bild ist, hängt die bepainted Seite dann auch unter dem Tisch. Also wenn man dran sitzt, dann kann halt auch direkt manchmal dran kommen oder es fällt ein Stein ab. Ja, ich habe trotzdem immer weiter, also mir fiel selten mal Stein ab, aber dort meine Katzenhaare, die ich habe, die da fällt, war immer viel Katzenhaare dran. Und naja, ich mache jetzt noch das Stück und dann, wenn ich dann durch Zeitraffer danach noch painte zusammen, werde ich dann oben weitermachen. Aber ich sag, die Steine liegen bis jetzt gut. Muss ich sagen. Das Bild habe ich mal bei AliExpress bestellt, letztes Jahr irgendwann. Ich weiß gar nicht mehr wann. Habe schon eine Weile da liegen. Das hat mich, glaube ich, so um die ca. 10 Euro gekostet. Das war eigentlich günstig. Aber fragt mich jetzt nicht, welchen Händler. Das müsste ich dann in mein Buch gucken. Muss ich dann machen, mal gucken. Aber ich glaube, bei dem Händler gibt es das, glaube ich, gar nicht mehr. Aber wahrscheinlich bei anderen Händlern, weil seit solche Bilder, die so weiß, schwarz, grau, rot gehalten sind. So. Habe ich schon öfters mal dort gesehen. Also bei anderen Händlern wird man die wahrscheinlich auch noch bekommen. Wer sich das Bild dann nachkaufen möchte, muss ich dann nachher mal, oder die Tage, je nachdem, wann ich das Video hochlade, mal gucken, ob ich eins finde. Kann ich das Bild nochmal drunter verlinken. Sag, ich hatte es ja schon mal angeboxt, meines Wissens. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal drunter gesetzt, aber das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Deswegen gucke ich dann später mal. Ja, von der Machart des Bildes, also wie das gehalten ist, habe ich halt viele andere noch gesehen. Genau. Klar kann ich ja nicht wissen, ob die Qualität dann genauso ist wie das. Aber naja. Jetzt habe ich eigentlich keine schlechten Erfahrungen mit AliExpress gemacht, außer dass erst was losschicken und dann ist es doch storniert, wie letztens mit meinem Sailor Moon Lego Figuren. Also, das ist ja kein richtiges Lego, das ist ja Mikro-Bricks sozusagen. Ja, da habe ich es halt nochmal bestellt. Ich habe halt leider das Geld noch nicht zurückgekriegt. Muss dann sehen, ob ich dann das Geld wieder kriege. Von den anderen, die ich erst bestellt habe, die drei. Weil mir fehlt dann noch Sailor Merkur, Sailor Jupiter und Sailor Mars, genau. Die normalen fünf Sailor Krieger gab es leider nur. Also wenn es die anderen Sailor Moon Figuren auch noch gibt, würde ich auch wahrscheinlich noch holen. Aber mehr habe ich nicht gesehen. Also wie gesagt, die fünf Krieger gab es da bei AliExpress. Also Sailor Moon, Sailor Venus, Sailor Venus, Sailor Merkur, Sailor Jupiter, Sailor Mars.
Dann Chibiusa, dann Tuxedo Mask und die Luna-Katze. Ja, den weißen Kater habe ich halt auch noch nicht dort gesehen. Aber naja. So, mal anderes Thema. So, das müsste jetzt fest sein. Ja. Müsste auch gerade sein, relativ. Ja, ich bin nicht unbedingt immer die geradeste Legerin. Aber es geht. So, das kann ich. Ach ja, ich sehe es ja im Bild. Ne, seht es ja. Ja. Ich habe da ja gesehen, dass ich immer eins gesetzt habe, eine freie und dann wieder eins gesetzt. Und dann füllt man einfach die alle auf und dann wird es eigentlich auch gerade. No. Ja, minimal bin ich jetzt schief, aber im Endeffekt sieht man das dann gar nicht mehr. Selbst man betrachtet das Bild ja von Weitem. Und ja, genau. Das ist das Schachbrettmuster. Ja, was wollte ich euch noch zeigen? Mich gerade mal bewegen. Ja, erstmal überhaupt Anfänger, wenn ihr euch ein Bild kauft. Ich hatte es mittlerweile, mache ich das glaube ich auch nicht mehr. Aber ist am besten, wenn man erstmal das Bild halt. Warte, ich nehme euch einfach wieder raus. Warte, was wieder zu geben? Genau. Nein, ich will raus. Genau. Dass er also erstmal die Leinwand aufmacht, guckt, ob auch welche Mängel sind. Besonders bei doppelseitigen Klebeband, wie ich es hier jetzt habe, können halt Blasen drin sein. Wenn jetzt zu viele drin sind, wäre es halt doof, dass man da halt einen Händler informiert, wenn das so ist. Weil es wäre dann schade, wenn man es eine Weile rumliegen hat und dann, oh Scheiße, die Leinwand ist halt nicht so gut. Dann kriegt man halt so das Geld nicht wieder, ne? Wenn man halt zu lange wartet. Das gleiche habe ich auch früher mit den Steinen gemacht. Also wenn ein Bild ankommt, habe ich erstmal die Leinwand geguckt, ob alles in Ordnung ist. Habe es auch erstmal aufgerollt. Also die Folie aufgemacht. Und ja, aber halt nicht ganz aufgemacht. Also nur maximal bis drei Viertel die eine Seite, dann wieder zugemacht. Und dann die erste andere Seite aufgemacht und zugemacht, bis halt alles kurz offen war. Weil wenn man dann die Folie ganz abmacht, dann kann es passieren, dass man es nicht mal gut drauf kriegt. Genau. Und wenn man es halt doof drauf macht, kann man da auch noch Blasen mit reinmachen. Ja. Ja, Steine kontrollieren. Man hat ja immer eine Legende. Also klar, bei manchen Bildern ist leider keine Papierlegende dabei. Also Legende ist immer dabei, also auf der Leinwand. Das kann man, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann. Ich mal gucken, ob wo das. Ja. Papier. Oder ich mache erstmal kurz ein bisschen das ab hier. Das Washi-Tape. Na, komm her. Hab ich denn das dran gemacht, ja. So. Ja, das Washi-Tape kann man halt wieder abmachen, das stört nicht. Ja, kann man das sehen mal hier. Das, wie gesagt, bei jedem Bild ist halt meistens hier so ein Bild an der Seite, wie es halt aussieht. Und dann seht ihr hier die Symbole. Also das ist immer auf einer Leinwand drauf. Aber oh, ich krieg wieder zu kurz dazu. Eine Papierlegende ist halt leider nicht immer dabei. Wo halt das Blatt Papier ist. Ja, hier ist jetzt die DMC-Nummer und die Symbole jetzt nicht mehr dran, weil ich die abgeschnitten habe. Weil ich die mit meinem Sticker Maker gemacht habe, um halt die Symbole, wie hier, habe ich halt, hier sind die Symbole oben drauf. Und ja, habe ich dann die DMC-Nummer draufgeklebt, weil ich sie halt dann immer zurücksortiere, wenn ich das Bild fertig habe. Genau. Ja. Hier, ich weiß gar nicht, ob es hier drauf steht. Ja, hier ist der zum Beispiel der Anzahl, also meistens bei so einer Papierlegende, ja, das ist der Feuerwehr im Hintergrund. ja, auf der Papierlegende steht halt immer die Symbole drauf. Meistens auch halt die DMC-Nummer. DMC-Nummer heißt halt, ist halt die Farbnummer. Ne? Also zum Beispiel die 310 zum Beispiel ist es immer schwarz. Das ist mal ein Beispiel. Ja, dann steht meistens hier, wie hier, wie viele Steine man pro Farbe braucht. Und dann steht hier noch, wie viele Päckchen es sein müssen pro Farbe. Genau. Und anhand der wie es da drauf steht, wie viele Päckchen das sein müssen, zähle ich die meistens immer. Also mittlerweile nicht mehr, aber sollte man wahrscheinlich machen. Weil wenn es doch mal ein Päckchen Steine fehlt, dann ist halt auch doof, wenn man so weiter rumliegen hat und merkt erst dann, dann kriegt man halt sein Geld auch nicht wieder. Genau, das ist halt nur der Hintergrund.
Ja, euch dann ärgert und ja, wenn dann eine Hälfte fehlt oder Leinwand nicht gut ist, ne, sollte man das eigentlich schon machen. Ja, aber bis jetzt habe ich schon noch keine schlechte Erfahrung gehabt. Das war immer alles vorrätig. Alles vorrätig. Hat halt alles gestimmt, dass wirklich alles da ist, wie es halt da steht. Genau. Ja, das habe ich euch gesagt. Ja, ich musste mir Stichpunkte machen, weil das letzte Video war so chaotisch. Deswegen habe ich es dann doch nicht hochgeladen. Es ging ja dreiviertel Stunde, da hatte ich nicht mal das Bild angefangen zu painten. Ja, das dachte ich, nee, das guckt sich wahrscheinlich keiner an. Mir gefällt es selber nicht, deswegen mache ich das Video jetzt nochmal in Ruhe. Und habe halt auch Stichpunkte gemacht. Genau. Das habe ich gemacht. Washi-Tape habe ich euch ja auch erklärt, warum man halt Washi-Tape drum macht. Ne? So, ja. Dann habe ich noch so einen Wachsstift. Den hatte ich ja bei denen, die bei meinem Gewinnspiel mitgemacht haben, mit reingetan. Genau. Das ist der hier. Der ist halt sehr lang. Ja. Ein Kollege von mir, der halt auch beim Gewinnspiel mitgemacht hat, dachte, okay, er wickelt es ab und vielleicht kann man das mit nehmen zum Painten. Also als Ersatz von dem Wachs, was ja eigentlich kein Wachs ist, ist eher so eine Gummimasse, was dann klebt. Das weiß ich, seit Johnny X das erwähnt hat. Ja, er hat auch gesagt, bitte nicht erwärmen und dann auf mir denken, okay, das schmilzt, das soll man nicht machen. Ob ich es ausprobiere, weiß ich nicht, aber ich glaube mal, Janine, dass das dann sticken soll. Genau. Ja, der hat es abgewickelt. Ich muss erst mal gucken, ob ich das abkriege. Ja. Würde ich selber mal ausprobieren, ob er das dann zu nehmen kann. Also den Wachs dann in den Stift rein zu pieken. Weil, ja, ich weiß nicht, ob das. Das hieß irgendwie Acrylstift, wo ich den bei AliExpress gekauft habe. Aber es ist eher so ein Wachsstift. Ist jetzt nicht so gummiartig, es ist schon ein bisschen härter, glaube ich. Ja. Muss man mal sehen. Das hier so abkriege. Ich weiß gar nicht, wie du das abgefummelt hast. Dennis hat mir nur gesagt, dass er das abgewickelt hat und dann, naja. Ja, ich wollte es mal selber ausprobieren. Ja. So. Ja, ein bisschen zumindest. Ja, wie gesagt, hat er ja für seine Freunde mitgemacht, weil die ja paintet, ihm ist das nicht. Ich habe gesagt, na, du wärst nicht der erste Kerl oder Mann, sagen wir mal so, der dein Painting macht. Ne, Micha Sender? Oder Micha, ja, von Micha Sender, der paintet ja auch. Also ist der einzige Mann, den ich jetzt kenne. Andere kenne ich bis jetzt noch nicht so. Ja, so, probieren wir das mal aus. Das hatte mein Arm im Bild, aber naja. So, ich habe extra ein Brettchen schon besorgt. Er hat es irgendwie abgeschnitten, meinte er. Ja, also. Machen wir noch ein zweites ab. So, ich habe schon mal ein Döschen vorbereitet. Ja, mal gucken, ob das weich wird hier. Wie gesagt, das kann man auch ein bisschen zerdrücken. Das ist ja, aber es ist halt auch ein bisschen harter. Ja. Ich glaube, dass es erstmal hier ein bisschen weich macht. Ja, ich hatte mir halt geholt. Der ist halt gut für größere Steinchen oder Strasssteinchen, Spezialsteine. Ja. Kann man halt die Steine gut aufnehmen. Und mit so einem normalen Stift sind die Steine meist zu schwer. So, probieren wir das mal aus. Ja, ich probiere das immer. Ich brauche erstmal einen anderen Stift. Dann nehmen wir den. Ich mache erstmal den Wachs raus. Wo habe ich denn jetzt die Pinzette hier? Ja, das macht es halt gerne. Gibt ja meistens noch solche billigen Pinzetten zum Bild dazu, aber das ist halt nicht bei jedem Bild. Geht man einfach mit der Spitze hier rein. Zack. Und es ist draußen. Jo. So schnell geht's. So, probiere ich das mal hier rein zu pieken, ob das geht. Also, es ist schon mal was drinne. Ich glaube, ihr das sehen könnt. Ich sagte, das ist ja durchsichtig weiß. Wenn man fixieren würde, ja. Jetzt wird er wie noch unschärfer. Ja, wie gesagt, ist es was drinne? Ein bisschen seht ihr, ne, dass was drin ist. Ja, da wird schon mal ausprobieren. Das wird schon mal hier rein.
Ja, das ist halt nicht ganz, also das ist hier mehr gummiartig, was es sonst eigentlich dazu gibt. Und weicher, das ist ein bisschen härter. Ja, muss ich mal gucken, ob das geht, ob man damit painten kann. Ich habe es selber nicht ausprobiert. Er meint, er hat es so gemacht. Ich dachte, okay, muss ich mal ausprobieren. So, jetzt fange ich aber wirklich mal oben an. Ja. Ja, wollte ich mal angewöhnen, oben anzufangen. Statt unten. So, ich tue mal ein bisschen umknicken. Das ist, ich mag halt, also die Folie meist besser, weil man lieber, also diese Wachsfolie, weil man dann die besser umknicken kann. Klar gibt es auch Folienmagnete. Gibt aber so viele Folienmagnete, ganz verschiedene. Das habe ich zum Beispiel von Johnny X. Das sind halt ja, Magnet. Die kann man sogar was reinmachen, wenn man möchte. Ja, das kann ich euch mal zeigen. Das macht man ja unter das Bild. Also hier ist der Magnet, ne? Den tue ich unter das Bild. Dann ist er hier, warte mal, weiter unten. So. Mal gucken, ob ich das frisch hingelegt habe. Ja, Klack hat es gemacht. Und dran ist es. Ja, ich tue es gerade hier, das ist, bleibt dran. Das hält er dann die Folie einfach dann zurück. Ne? So, gucken wir mal, ob das geht. Fangen wir, na, fangen wir mal mit dem drin mal kurz an. Ist eigentlich auch nicht meine Art. Ich fange eigentlich auch mal in der Ecke an und dann ob ich mal davor. Was ich auch, also ich sehe gerade, ich habe die Steine gar nicht zurückgeschüttet hier, sind immer noch drin. Ja, Glück wusste ich noch, welche Farbe ich vorher hatte. Ja, es ist meist immer gut, wenn man nur in eine Richtung arbeitet, nicht dort mal ein Symbol, das hatte ich mal anfangs gemacht. Und ja, das sollte man nicht machen. Ich mache immer halt eine Ecke auf und dann arbeite ich weiter runter. Also man sollte unten von links in der Mitte und dann rechts in der Mitte machen, weil es kann dann sein, dass man in der Mitte dann eine Spalte hat, also eine Lücke, sage ich mal. Und ja, das macht es eigentlich gut. Wie gesagt, das Material ist ein bisschen härter, aber ja, lässt sich gut aufnehmen. Also es ist eine gute Idee, Dennis, das habe ich noch nicht ausprobiert. Und ja, macht sich gut. Vielleicht hält es auch länger. Mal gucken. Gesagt, Schachbrettmuster muss man nicht unbedingt machen. Aber es hilft manchmal auch gerade zu werden. Besonders bei Steinen, die vielleicht nicht ganz so gut sind. Das hat immer Probleme, dass dann immer viele Lücken da waren. Aber ja, lässt sich gut setzen. Ja, mit dem Wachs. Schon das jetzt hier, genau. Ja. Aber was noch war, ich habe gesagt, das ist eigentlich dafür da, dass man den anspitzt. Das soll, hä, wie anspitzen? Ja, das nehme ich mal wieder zurück. Moment, genau. Ja, das ist einfach, der Set, der ist sehr lang. Ich habe ihn halt in der Mitte mit der Schere durchgeschnitten. Das war nicht so gut, weil das dann halt so gequetscht hat. Deswegen habe ich bei meinem Stift jetzt zwei Seiten angespitzt. Ja. Ja. Aber sagt, wenn ihr mal so Stifte seht, auch für die, die bei meinem Diamond Painting mitgemacht haben, ja, Diamond Painting mitgemacht, bei meinem Gewinnspiel mitgemacht, Mensch. Ja, wie gesagt, wenn ihr kürzt, müsst ihr nicht jetzt um die Hälfte sehen, dass sie kleiner sind. Man kann die auch größer machen und ein Stückchen abschneiden oder so. Den Rest dann halt wie eben als Wachsersatz nehmen. Aber ja, wie gesagt, man tut ja anspitzen. Genau. Das macht überhaupt nichts. Sagt, das ist halt nicht so weich, ne, dass es hier irgendwo im Spitzer hängen bleibt. Das ist ein bisschen härter als das gummiartige Wachs. So, sagt, dann ist es halt spitz. Spitz mal an. Und dann kann man größere Strasssteine aufnehmen und dann. Aber man sollte halt den Stift nicht aufdrücken, weil dann sagt, wenn man hier ein bisschen, machen wir es mal so hier, dann ist es halt rum und dann ist halt am Stein dran. Entweder man kann gut setzen, ohne dass man es ständig verschieben muss. Oder ja, sag ich halt den jetzt nur bei Strasssteinen, weil bei denen tue ich immer mal verschieben. Das wäre da halt für mich jetzt nicht so geeignet. Aber bei größeren Strasssteinen oder ja, Spezialsteinen, ne, ist er gut zum Setzen. Klar muss man da auch gut arbeiten, dass man exakt das Feld trifft, wo der Stein hin soll.
Aber die kann man halt notfalls noch mit dem Finger ein bisschen schieben. Sonst habe ich die immer mit Pinzette genommen. Ging auch ganz gut. Aber der Stift ist ja nochmal eine andere Alternative. No? So, was wollte ich euch noch sagen? Schablonen habe ich gezeigt. Ja. Ach so, die halt nicht wissen, woher weißt du jetzt, also dein Painting ist ja wie Malen nach Zahlen. Dass der jetzt nicht weiß, wenn er merkt, was ist denn eigentlich Steinpainting? Ich sage, das ist wie Malen nach Zahlen, bloß statt man die Felder, nur dass man halt statt die Felder ausmalt, den richtigen Stein auf der richtigen Stelle halt setzt. Ja, und falls die Frage aufkommt, wer weiß ich denn, welcher Stein wohin gehört? Ja, das sieht man halt anhand der Legende. Ich habe jetzt ja die Farbe, da ist ja das Symbol und daneben steht halt auch die DMC-Nummer meistens drauf. Wenn nicht, dann ist halt nur das Symbol. Und muss ich gerade überlegen. Also bei dem Steinchen-Tütchen, die kann man meistens mal so eingeschweißt an. Steht dann meist auch die DMC-Nummer drauf oder eine Nummer von 1 bis 10, 20, je nachdem, wie Farben das Bild hat. Und anhand dessen weiß man, okay, die Farbe gehört halt in dem Symbol. Und dann guckt man, okay, guckt man dann. Ja, also manche painten auch anders, manche tun halt nach dem C-Nummer die Farben aussuchen. Mir war das aber zu anstrengend. Deswegen klebe ich oben immer die Symbole drauf, damit ich halt nur nach dem Symbol greifen muss, was ich jetzt brauche. Und dann weiß ich dann, okay, die Farbe gehört halt zu dem Symbol. Genau. Mehr ist es eigentlich nicht. Also ich weiß es nicht. Genau. Ich muss mal die Steine zurücksortieren, weil sonst weiß ich glaube nachher nicht mehr, welche Farbe zu welchem Symbol gehört. Ja, man muss halt konzentriert sein. Also klar kann es mal passieren, dass man einen Stein mal falsch setzt. Das sollte man aber nicht allzu oft machen, weil sonst kommt ein ganz anderes Bild raus. Genau. Ja. Das ist auch schon ab und zu mal passiert. Aber jetzt nicht so oft, dass es auffällt. Ja. Aber wenn es halt eine größere Fläche ist mit der falschen Farbe, dann, ja, dann muss man halt einen sauren Apfel beißen und dann die Steine halt wieder abknippeln. Ja, das geht ein bisschen schwer, aber ich nehme es meistens mit aus Pinzette. Genau, so mache ich es. Die hebelt man halt dann auch nicht so auf. Kann ich euch manchmal zeigen. Warte, ich nehme heute ein bisschen ran. Ja. Ich nehme jetzt einfach mal einen Stein. Ja, muss man manchmal ein bisschen drunter gehen. Ja, hier sind, sagen wir, man kann schon, ja, so ist es schon ab. Also man hebelt ein bisschen ab oder mit der Pinzette ein bisschen anheben. Ja. Genau, tut man so da drauf kleben. Ja. Wenn man halt mal falsch gesetzt hat und das Symbol aber fast in der Nähe ist, dann kann man es auch hier ein bisschen schieben. Ja. Buch. Jetzt habe ich ein bisschen Wachszeug drauf. Ja, es klettert ein bisschen ab, wenn man zu sehr drückt, aber. Sonst ist es in Ordnung, der Fax. Ja, genau. Also, man kann sie noch abmachen. Aber es sollte nicht oft passieren, weil sonst kann sein, dass das nicht immer ganz so gut klebt. Aber wenn mal sowas sein sollte, dass man an der Stelle nicht gut kleben sollte, gibt es halt dann solche Kleberoller. Kennt ihr ja vielleicht diese Putter, nicht Putterfix, aber hier diese Mäuse hier, wo man halt so Korrekturroller gibt es ja. Und in der gleichen Form gibt es halt so doppelseitiges Klebeband, so Kleberoller. Dann kann man drüber gehen und dann sagt sie immer, der Mann war ein bisschen doof aus, aber sag, wenn die Steine dann drauf sind, sieht man es ja eh nicht mehr. Ja, das ist auch mal eine Möglichkeit, eine nicht klebende Stelle wieder klebrig zu machen. Ja, genau. Habe ich noch irgendwas vergessen? Muss ich noch mal was gucken? Das habe ich gezeigt, das habe ich gezeigt. Ja, ich rede gerade mal kurz mit mir selber. Aber ich muss meine Stichpunkte durchgehen, ich wieder auch mit dem Blödsinn rede, ja. Ja, nee, das war's eigentlich schon. Erstmal nochmal danke an die, die bei meinem Gewinnspiel mitgemacht haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schade war es halt, dass nicht so viele mitgemacht haben. Wir sind die eine Zuschauerin, die Bixi, die wollte mitmachen und hat es irgendwie dann verpasst, warum auch immer. Es war 4 Wochen war dafür Zeit. Und ja, war halt nicht so schön, aber es tut mir halt leid, dass er halt, das hat es auch erst mal mitgekriegt, wo dann das Gewinnspiel auslosen war, da hat sie gefragt, ob sie mitmachen kann. Nein, die Auslosung, also
Einsendeschluss war der Samstag gewesen, der 19. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Also wenn ich auch mal wieder ein Gewinnspiel machen sollte, dann mache ich es wirklich nach Abos. Vielleicht bei 200 oder 300 Abos. Je nachdem, wann es dann soweit sein wird. Und ja, mal gucken. Was ist Steinchen hier? Wo ist das jetzt hin? Weg ist es. Ja, wenn ab und zu mal ein Stein verloren geht, das macht jetzt nicht so, das sollte halt alles zu oft passieren, weil dann reichen die Steine nicht. Meistens sind eigentlich immer genug Steine dabei. Ich hatte jetzt bis jetzt nur bei einem Bild mal gehabt, dass ein paar Steine gefehlt haben. Oder wahrscheinlich sind auch welche runtergefallen, keine Ahnung. Aber da das halt weiß war, fiel das nicht weiter auf, dass ich dann irgendwie eine etwas andere weiße Farbe genommen habe, da fiel das nicht so weit auf. Aber bis jetzt hab ich soweit keine schlechte Erfahrung gemacht, dass Steine gefehlt haben. Aber ich hebe halt auch die Steine mal auf. Die übrig bleiben, tue es halt, wenn eine DMC-Nummer dabei ist. Ja, zurücksortieren in Tütchen und schon was in einem großen Ordner, wo alles drin ist. Und wenn mal Steinchen doch fehlen sollten, habe ich halt was zurückhand. Ja. Ja, ich habe halt auch genug Steine. Weil ich hatte mal bei AliExpress hier von jeder Farbe 200 Stück mal bestellt. Jetzt hatte, weiß gar nicht, wer das gezeigt. Ach ja, Janine X hat letztens ein Video hochgeladen. Da hat sie eine Seite genannt, wo dann der Preis besser war. Ich weiß nicht, ob es bei, ich glaube, über Amazon war das genau. Ja, guckt einfach mal das Video rein. Schaut gerne mal rein bei Janine X. Da hat sie es letztens gesagt. Genauso wie eine Leinwand retten, wenn mal wirklich zu viele Blasen davor sind. Das werde ich auch mal auch noch ausprobieren. Ich habe irgendwo noch ein Bild, was nicht so gut ist. Da werde ich das auch mal ausprobieren und euch mal zeigen, wie man eine Leinwand retten kann. Ja, genau. Ja, sonst ist eigentlich nichts weiter. Das Einzige, was ich euch noch ankündigen, also das heißt ankündigen will, ich habe halt wieder ein bisschen geshoppt und es wird auch mal noch ein Unboxing geben mit GBF KI. Dann hatte ich was Bettini Schnickschnack bestellt, Peach Moon Art, AliExpress und Marys Art Design. Habe ich heute auch was bestellt. Ja, ich habe es eigentlich mal geschafft, was zu bestellen. Bei der Pinky, also Pingys Kreativ, will ich auch mal oder was bestellen. Aber es muss erst nächsten Monat warten. Ja, also man kann nicht alles auf einmal, aber ja. Genau. Es wollte bald wieder Unboxing geben, hatte ich ja lange nicht gemacht. Weil ich erstmal, sag mal, genug hatte, aber ich habe jetzt noch ein bisschen Kleinigkeiten bestellt. Und ja, lasst euch überraschen. Jo. Ich werde jetzt noch eine Paintprobe, also Paintprobe habe ich ja schon ein bisschen gemacht. Aber ich werde jetzt noch einen kleinen Zeitraffer anmachen und ja, dann. Mal werde sehen, ob ich dann nochmal mit euch spreche oder nicht. Ansonsten, wenn ich das nicht mache, dann bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ja, ich hoffe, das Video hat euch bis jetzt gefallen und gebt mir doch gerne mal einen Daumen hoch und über Kommis würde ich mich auch sehr freuen. Nur, das wird auch meistens zu wenig gemacht. Ja, sei ist kein Muss, würde mich aber trotzdem freuen, wenn Kommis da sind oder ein Like und ja. Freut mich und bis zum nächsten Mal, eure Nadja. Tschüss.
doch noch einmal. Ja, ich habe doch noch etwas zu sagen. Ja, erstmal wollte ich euch das zeigen, wie es aussieht. Na gut, das habe ich Licht ausgemacht. Ja, sieht schon weit gut aus. Sind so gut, wie gar keine Lücken. Wie ihr sehen könnt. Minimale Lücken, ja, aber jetzt nicht groß. Von Weitem sieht man es dann gar nicht. Und es glitzert. Auch ohne Ebi-Steine. Ja, wie ihr vielleicht beim Zeitraffer mitgekriegt habt, waren meine Symbole auf dem Kopf. Ja, ich habe das anfangs gar nicht gemerkt, weil ich wollte eigentlich oben painten und nicht unten anfangen. Aber da das Zeichen hier entweder richtig so rum oder andersrum gleich aussieht, ist mir das halt erstmal gar nicht aufgefallen. Erst beim nächsten Symbol, ja, dass ich irgendwie auf der falschen Seite anfange zu painten. Aber es gibt ja keine falsche Seite, man kann oben anfangen oder unten. Ja. Aber ich wollte ja diesmal so painten, dass ich halt von oben nach unten arbeite. Klar, hier unten, also oben habe ich ja jetzt ein paar Steine schon gelegt. Aber das ist jetzt nicht weiter schlimm. Ja, hier, das waren ja nur die paar Steine, die ich oben gelegt habe. So habe ich halt auch noch nie gepainted, dass ich halt von unten nach oben mache. Also beziehungsweise nur auf den Kopf painte mit dem Symbol. Aber es ist nicht weiter schwierig oder tragisch. Ist mal was anderes. Ja. Könnt ihr euch gleich auch noch einen Tipp sagen? Wenn ihr mal ein Bild painten solltet, je nachdem wie groß es ist, und ihr müsst auf den Kopf painten, weil es einfach nicht anders geht, und die Symbole sind halt auf dem Kopf, dann kann ich euch einen Trick zeigen. Also, so painte ich zum Beispiel. Ich nehme jetzt einfach mal das G hier. So sieht es normal aus und ich drehe es dann einfach rum und dann sehe ich dann, wie das Symbol auf dem Kopf aussieht. Falls ich dann nicht klarkomme, welches Symbol suche ich denn jetzt? Weil auf der Leinwand sind sie ja dann auf dem Kopf, je nachdem, wie man es halt dreht. Und deswegen so tue ich das durch, damit auch dann hinstellen. Was eigentlich auch gut ist, was ihr auch machen müsst, könnt, wie auch immer, so mache ich es halt. Es ist immer gut, wenn man die Farbe, die man gerade paint, immer neben sich stehen hat. Oder liegen halt, je nachdem, was man nimmt, ob man Tic-Tac-Schachteln oder Zipperbeutel, Druckverschlussbeutel, wie auch immer, neben das Bild legt, damit, falls es mal abgelenkt ist durch irgendwas, und dann weiß man dann nicht mehr, wo man gerade bei welchem Symbol war. Deswegen ist es immer gut, die Farbe, die man gerade paintet, immer neben das Bild zu legen. Genau. Ja, wie gesagt, ich habe ja immer die DMC nochmal hier drauf. Das ist auch für mich auch als Antrieb, nee, wie soll ich sagen, zur Orientierung, sage ich mal. Wenn ich auf den Kopf painte, weiß ich, okay, wo das Etikett ist, ist vorne. Und dann drehe ich es um. Was dann auf der anderen Seite ist, weiß ich, okay, das ist jetzt das Symbol, was auf dem Kopf steht. Und so kommt schon klar. Ja. Aber was gemein ist an dem Bild, das habe ich gar nicht mitgekriegt, wo ich die Etiketten ja drauf geklebt habe. Ja, das sind Symbole, die ein bisschen ähnlich aussehen. Ich hätte nämlich beinahe bei jeder Stelle eine Farbe falsch gelegt. Zeige ich euch mal. Moment. Einmal das und einmal das. Ja, ich wollte das Symbol painten und hätte beinahe die Farbe genommen mit dem Symbol. Und wie ihr sehen könnt, der einzige Unterschied ist, dass es halt dunkel ist und das ist etwas heller. Und hier ist der Strich halt schräg und hier halt gerade. Ja, ich habe zum Glück gerade noch gemerkt, bevor ich einen Stein gelegt habe, sonst wäre es halt doof gewesen. Ja, das ist gemeiner an den Symbolen. Das haben sie nicht so gut überlegt, finde ich. Und das sind zwar keine gleichen Symbole, aber ich habe zum Beispiel das G, habe ich einmal ein groß, einmal ein klein. Ist ja auch ein Farbunterschied, aber wenn man gerade unkonzentriert ist, also man müsste dann wirklich konzentriert sein, das Bild zu machen. Nicht das aufsehen, das große G auf das kleine G mache, weil ich gerade denke, das ist die Farbe oder so. Und das gleiche ist auch mit dem E. Da gibt es auch ein großes und ein kleines. Das ist halt auch ein bisschen doof gemacht. Aber naja, ich werde schon klarkommen. Ich muss halt gut konzentrieren, wenn ich das Bild painte. Und ja, dann wird es schon klar gehen. Jo, das war es erstmal mit Tipps und Tricks und mit dem Bild erstmal. Ich werde es halt immer so machen, wieder so machen, dass ich immer ein Stück mit euch zusammen painte, beziehungsweise euch mitnehme und manche Teile dann einfach ohne dass ich dabei filme, painte.
Ja, das werdet ihr dann sehen. Und ja, also für den ersten Eindruck bin ich erstmal zu zufrieden. Ne, es hat minimale Lücken. Fällt sich nicht weiter auf. Das hat mir leider nicht die geradeste Legung, aber naja, von beiden sieht man es nicht. Ne? Ich bin halt nicht perfekt, es ist keiner, sagt mir immer. Und naja. Ja, meine Lieben, das war es erstmal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja. Könnt mir gerne ein Like geben und ein Kommi, das würde mich sehr freuen. Ich weiß, habe ich vorhin schon mal gesagt, aber man kann es nicht genug wiederholen, sage ich mal. Ja, ich hab euch lieb, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, eure Nadja. Tschüss.